Ich habe, ja, scheint, als wäre ich in Römer ganz reich gefangen, worüber sich die Bestie des Winters hämisch freut. Ja, der ist der einzige Gott, den ich verärgert habe bei meinem Playthrough vom ersten Teil. Ich habe es halt zurückgeschafft. Flaum wird bestimmt hören, was passiert ist. Ich bezweifle jedoch, dass sie so ein Ergebnis auch nur ansatzweise erwartet hatte. Das Experiment der Bestie ist überhaupt nicht nach Plan gelaufen, aber wenigstens bin ich ein Stück aus der Sache herausgekommen. Flaun entschuldigte sich vielmals und gab mir Schmerzensgeld. Wohl auch in der Hoffnung, dass ich nochmal das Versuchskaninchen spielen würde. Vorwärts springen. Die Beseler haben ihre Mittel und ihre Begeisterung gesammelt, sie in voller Tatendrang einen zweiten Versuch zu unternehmen, das Zwischenreich zu durchqueren. Die Beseler im Turm der Seelenseher kalibrieren ihre Maschinen für einen zweiten Versuch, das Zwischenreich zu durchqueren. Flaun wird mir Bescheid geben, wenn ihr Team für einen neuen Versuch bereit ist, falls ich mitmachen möchte. Sie empfahlen mir erstmal mehr Arbeit zum Hauptquartier der Valianischen Handelsgesellschaft zurückzukehren. Ja. Ich komme halt leider nicht direkt vom Dach runter. Also, diesen kleinen Zwischenstopp hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet. Oh Mann, nach dieser Reise brauche ich erstmal ein anständiges Bett und einen Schnaps oder ein großes Glas Bier. Einen großen Krug Bier natürlich. Ja, Beseler, die machen sich gerade die Hosen wegen mir, weil ich in Trutzburg beim Gericht aufgetaucht bin. Ankerplatz der Königin. Ja, die wilde Meere, bitte. Eine Gruppe Principi-Seemänner kommt auf der Straße auf dich zu. Ich habe mich gut gestellt mit euch. Oder seid ihr jetzt wieder Principi gesockt, dass ich nicht an die Regeln halten will? Ventre, a moment. Ventre, einen Moment. Ein langer, dünner Mann stellt sich dir in den Weg. Er trägt sein hinterhältiges Lächeln wie jemand, der seine bequemsten Hosen trägt. I saw you speak to my dear amico Degnos. So I thought to myself, why? Telfor, you must meet him too. Ich habe gesehen, wie du meinem guten Amico Degnos gesprochen hast. Ich dachte mir, Telfor, du musst dich ihm auch vorstellen. Um ihn herum ist steht eine kleine Gruppe gestanden, na, gut bewaffnet und gepanzert. Dein Laufbursche hat seinen Beutel verloren. Ich bringe ihn zurück. Ich habe deinen Brief gelesen. Du schreibst furchtbar. Das war eine Lektion im Fremdschämen. Was geht es dich an, mit wem ich rede? Teil vorschlagen, ihn ignorieren oder an ihm vorbeilaufen? Ich nehme mal die drei. I'm wounded. Ich bin verletzt. Seine Wangen werden rot und er kichert, während er die Rückseite seiner Hand gegen seinen Mund presst. Edda scheint zufrieden zu sein, sehr auf ihn kichert leise. Interessiert die Pzroti das Kinn. Jo. But what did you think of its contents, Quay? Aber was sagst du zum Inhalt, Quay? Ich habe dich vor deine Pläne zurückgekreuzt. Ich werde Degnos Beutel zurückbringen und gehen. Warum sollte ich dich an meinen Eindrücken teilhaben lassen? Ich kann mir vorstellen, dass Aveta einige interessante Kommentare hierzu hätte. Angreifen dafür wirst du bezahlen. Warum sollte ich dich an meinen Eindrücken teilhaben lassen? Have you had the unique pleasure of meeting Aveta? Degnos would not be the first to abandon her crew. Hattest du schon die einzigartige Freude, Aveta zu treffen? Degnos wäre nicht die Erste, die ihre Besatzung verstößt. Er spielt mit einem Messer an seiner Hüfte und lächelt gequält. A little revenge would not be amiss, I think. Eine kleine Rache wäre angemessen, denke ich. Ich habe nicht vor, deine Pläne zu durchkreuzen. Ich werde Degnos Beutel zurückbringen und gehen. Rache kann viele Bedeutungen haben. Welche schreibst du ihr zu? Ich habe vom
Piraten nicht mit so viel Geheule gerechnet. Ich kann mir vorstellen, dass Aveta einige interessante Kommentare hierzu hätte. Rache kann viele Bedeutungen haben. It is not revenge on Aveta I want, but her cargo. Ich will keine Rache an Aveta nehmen, sondern ihre Fracht. Er wendet seinen Blick seiner Hand zu und schaut sich gelassen die vielen Ringe an seinem Finger an. We'll spare her, so long as she surrenders, of course. If she seeks a fight, who am I to refuse her? Wir werden sie verschonen, vorausgesetzt natürlich, sie ergibt sich. Wenn sie einen Kampf sucht, kann ich ihr ihren Wunsch wohl kaum abschlagen. Ich habe vom Piraten nicht mit so viel Geheule gerechnet. Perhaps I have been overlong with the Principi, who value fair play in a way villains do not. Vielleicht war ich zu lange unter den Principi, die scheinen faire Mittel mehr zu schätzen als Valianer. Seine Mimik verzieht sich zu einem spöttischen Lächeln, während er beiläufig mit dem Daumen über den Dolch an seinem Gürtel fährt. Ja, ich habe dich vor, deine Pläne zu durchkreuzen. Ich werde Degnos Beutel zurückbringen und gehen. Ich kann mir vorstellen, dass Aveta einige interessante Kommentare hierzu hätte. Ich habe bis jetzt gelernt, dass es unklug ist, sich mit dem Prinzipi anzulegen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite will ich, dass sie eigentlich nicht so einfach durchgehen lassen. Was passiert, wenn ich die zwei nehme? A shame, then, that you will not live to hear them. Eine Schande, dass du nicht lange genug leben wirst, um sie zu hören. Talfort zieht seine Waffe und seine Begleiter tun es ihm gleich. Ja. Prinzipi minus? Nö. Aggressivität ist immer noch bei 1 nur. Ja, ich habe mal so durchüberlegt. Eigentlich, Hagrim ist ein Zwerg. Zwerge, die nicht aggressiv sind, das ist ein bisschen seltsam. Also, die nicht ein bisschen aggressiv sind. Solange es nur bei einem Viertelteil bleibt, geht's ja noch. Das Einzige, was Hagrim eben nicht ist, ist grausam und zwielichtig. Ja, leidenschaftlich. Sehr leidenschaftlich. Und eigentlich Stoßlöser auch. Schwarzpulverfass. Lassen wir das mal hochgehen. Das war kein Schwarzpulverfass, oder? Ach, dann nehmen wir mal großes Badabum, Alof. Das war eine Explosion. Ja. Talfor, Fenrir ist mal wieder umgekippt. Xorti, heiliger Glanz. Alof, mach den da mal weg, der nervt. So, übernimm mal den. Dann haben wir ein bisschen bessere Chancen. Ah, Alof, du hast sicherlich noch einen Feuerball übrig für die Menge da hinten. Komm, übernehmen wir gleich noch einen. Achso, wir können nur einen übernehmen. Das ist dann doch schlecht. Warum läufst du da unten hin, Xorti? Mach hier die Heilung. Edda, zweite Luft. Der ist auch tot. Ja, die Prinzipi haben jetzt einen schlechteren Ruf. Wo bin ich eigentlich gerade? Straßen von Nekataka.
Ja, aber so kriege ich vielleicht dann besseren Ruf bei der Valianischen Handelsgesellschaft. Einfach mal alles einsacken, was hier jetzt so rumliegt. Ist ja auch Geld. Ja, wir haben auf jeden Fall ihren Magier ziemlich kaputt gemacht. Bitte Meere. Ich habe jetzt gerade immer noch keine Ahnung, wo ich den Kapitän finde. Aber das war Radora. Na, what can I do for you? You see anything you like? Kaufen hast. So, ich brauche ein Zimmer. Plus 1 alle Fertigkeiten. Das klingt gut. So, wir sind gerastet. Happy to oblige. Jetzt dürfen wir auch nur noch 3 Ermächtigungen haben, übrigens, fällt mir gerade so ein. Alof, sollte ich mal den Feuerball versuchen zu ermächtigen. Mal gucken, was für ein Rums der dann hat, wenn er 5 Stufen höher ist. Ja, gut. Ja. Ich habe Dingos Tasche geöffnet. Am Bettlerkanal. Das müsste dann hier wohl sein. Ach, da ist ja Wetter. Where is my seal? Postinago, did you take it again? Wo ist mein Siegel? Postinago, hast du schon wieder genommen? Sie packt Dignus am Arm und schüttelt ihn. Er zog zusammen und senkt seinen Kopf, versucht aber nicht, sich aus ihrem Griff zu befreien. Du wirst die neunschützige Katze zu spüren bekommen, wenn du es verloren hast, Junge. Gutes Personal ist wirklich schwer zu finden. Lass ihn sofort los. Lass den Jungen in Frieden. Hast du jemals gesehen, dass aus Missbrauch Treue wurde, Timurina? Who would dare speak to me thus? Wer wagt es, so mit mir zu sprechen? Sie mustert dich einmal von oben bis unten, runzelt die Stirn, wendet sich dann an Degos und stupst sie mit dem Zeigefinger auf Is die Brust. This Nazanali a friend of yours, Degnos? Ist dieser Nazanali ein Freund von dir, Degnos? An acquaintance only, Casita, from the luminous bathhouse. Nur eine Bekanntschaft, Casita, aus dem leuchtenden Badehaus. Er vermeidet geflistisch, dir in die Augen zu sehen und zuckt unmerklich mit die First Schulter. You waste my servant's time, and now you have the gall to waste mine as well. Erst verschwendest du die Zeit meines Dieners und jetzt wagst du es auch noch mal zu verschwenden. Gehört this dir das? Is mine. From where did you get this? Das gehört mir. Woher hast du das? Sie reißt dir das Siegel aus den Händen und sieht dich dann misstrauisch an. Mind your response. If you have robbed me, I will not hesitate to alert the authorities. Überleg dir, was du antwortest. Wenn du mich beraubt hast, werde ich dich unverzüglich den Behörden informieren. Hier aus seinem Ranzen.
Degnos, you will explain this. And what is this, eh? Que? Ja. Hat mir das irgendwo Ruf eingebracht? Ganz ehrlich. Null mal Degnos Tasche habe ich verloren. Das hat mir gar nichts eingebracht. Okay. Wisst ihr was? Ich bin jetzt mal ein Ekel. Diese Frau hat's ehrlich gesagt nicht verdient, dass man ihr hilft. Ventre, a moment. Ja, ja, das kennen wir alles. Ich hab den Brief gelesen. Have you had the revenge? It is not revenge. We'll spare her, so long as she surrenders, of course. If she seeks a fight, who am I to refuse her? Ich habe nicht vor, deine Pläne zu durchkreuzen. Ich werde Dingos Beutel zurückbringen. So rare it is that I am glad of a stranger's interference.